Hallöchen Leute, herzlich willkommen zurück zu einem neuen angespielt Neverending Night, das heutige Steam-Spiel. Und wir haben ja anscheinend direkt zwei Kampagnen, die wir theoretisch beginnen könnten. Milby and Kane Story oder Night Saga. Das klingt ein bisschen heroischer als das. Dann nehmen wir mal Night Saga. Gucken wir mal. Okay, wir haben 5 Heiltränke mitgenommen. Ich übersetze es nicht. Irgendwas brennt hinter uns, wir sind aufgewacht. Okay, die haben wir gerade abgecheckt. Okay. Okay, wir jetzt ablocken, F ist was trinken. Ah ja, Double Jump, cool. Das war ja Tatsache ein Gegner, wa? Da werden wir mal alles einsammeln, was wir können. Ja, okay, reflektiert, alles klar. Was haben wir da oben? Nichts. Easy. Okay, geht's auch nicht mehr weiter, gut. E for Inventory können wir drücken, theoretisch hier unser Schwert. 5 Damage, Basic Sword und keine Rüstung ansonsten. Irgendwo müssen die Tränke noch sein. Oder die werden einfach hier oben angezeigt. Na, willst du spucken? Ich glaube, das Ranzvieh. So, da oben ist auch noch was. Okay. Ich bin draußen. Will ich schon raus? Ich glaube nicht. Hier unten ist ja auch noch was. Ah, hier ist noch einer. Überall sind Schätze. Halt in Form von Leichen. Und da ist halt Zeug drin. Ja, möchte ich. Achso, jetzt haben wir sogar die Möglichkeit, ja oder nein? Ja, möchten wir. Ja. Boah, krass. Was haben wir bekommen? Ja, irgendein nutzloses Stück Papier haben wir bekommen. Dafür haben wir eine Leiche geschändet. Was? Harder Enemies ist was? Okay. Die machen das dann halt nicht so offensichtlich.
Komm, spuck. Au, du blöder Penner. Okay, kann man gerade nur killen, wenn er... Au. Ist das ein Lutscher, ey, ohne Scheiß. Holy shit, ist der riesig gewesen. Ja, gut zu wissen, dass es, ne, solche Bossgegner schon mal... Na, das heißt Bossgegner, so kleine Gegner gibt. Ja, wir können theoretisch immer noch einen Trank trinken mit F, aber ich möchte jetzt noch keinen Trank trinken. Bin jetzt erstmal raus in die Nacht. Oh, hi. Ein Wächter. Wir sollen uns nicht bewegen, okay? Tot! Verdammt nochmal. Das ist aber stark gewesen. Hätte man uns wirklich nicht bewegen dürfen. Jetzt muss ich wieder wirklich von vorne anfangen? Wirklich? Dein fucking Ernst? Alter. Wie dumm ist das denn bitteschön, ja? Wie langweilig. Was für ein dummes Spiel, dass man da wieder komplett neu anfangen muss. Na sicher. Hier war nichts mehr, ne? Ja. Hätte vielleicht doch einen Trank trinken sollen gegen den Penner. Kann die wissen, dass er mir auf einmal ein Hälfte Leben wegzieht, der Wichser. Hä? Willst du mich verarschen, Alter? Komm mal, Spiel, du hasst mich doch. So, jetzt werden wir den mal nicht plündern. Ja, wir hätten ein sehr, sehr seltenes Item kriegen können. Hä, hey, Alter, wollt ihr mich verarschen oder was? Ja, wollen sie. Eindeutig. So, so auch mal gleich nochmal einen Trank. Scheiß auf die Tränke. Wir müssen den Lappen schließlich besiegen. Macht denn der? Da bist du behindert oder so? Verpiss dich, Junge. Kannst mich auch mal am Arsch lecken, Wichser. Stirb! Du dämlicher Lutscher, ey. Ups. Eindringling? Nee, lass mal.
Gut, ich wurde gefangen genommen, ist klar. Ja, wir sind abgehauen, die haben es gemerkt und ja, wir hätten entweder was sagen können, hier bin ich, kommt, holt mich. Oder halt ruhig bleiben, das was ich natürlich gemacht habe. Das einzig Clevere. Geheimnisse, oh mein Gott. Recht düster das Spiel, ne? Eine Leiche wieder mal. Na, wir haben sein Tagebuch gefunden, aber wir konnten nur sehr, sehr wenig lesen. Gut, ja, wir haben. Na, wir haben jetzt was bekommen. Eine Coin. Dieses Spiel, ey. Unglaublich. Ah, hi. Ich glaube, ich lasse den mal. Das ist alles schlecht. Ich möchte mit dem nicht interagieren. Ich glaube, es ist das Beste, wenn ich die in Ruhe lasse. Ah ja, okay. Brauchen wir hierfür etwa einen Schlüssel? Okay. Hier brauchen wir erstmal Schlüssel für, bevor wir weiterkommen. Sieht irgendwie so nach dem Schalter aus, oder? Au, was für ein Lappen, Alter, ohne Scheiß. Dann werden wir ihn doch mal töten. Trotzdem immer noch kein Schlüssel. Bei einem von den Typen, die schlafen, ja. Kann ich die vielleicht bestehlen? Wir fühlen etwas Hartes, alles klar. Komm, ich muss den nicht mal besiegen. Mit dem will ich nicht. Nee, ich glaube, der wacht auf, wenn ich ihm in die Tasche greife. Wir haben etwas Neues bekommen. Okay, das haben wir zu Chichi bringen, dann haben wir einen Dingsen. Must be some magic, okay. Das machen die Wachen den ganzen Tag herumpennen. Kann ich ihn angreifen?
Versuchen wir den nochmal in die Tasche zu greifen. Mal gucken, was hier passiert. Kannst du nicht mehr besiegen, what the fuck? Wie lame ist das denn? Aber wir sind draußen. Was für ein nützlicher Schlüssel. Ja, sicher auch so. Ist trotzdem noch komisch. Wusch. Hallo, wer auch immer du bist. Okay. Wir gucken in den Vogel rein. Okay, er möchte ja nicht über Chichi reden. Und wir können den Aufzug benutzen. Ein Dwellers Pass. Na gut, benutzen wir den Aufzug. 4 Tränke haben wir auch schon rausgehauen während des ganzen Dings hier. Weiter zur Oberfläche. Da gibt es sicherlich ganz, ganz viele Secrets. Rowan Shop. Oh, ein Shop. Oh, alles klar. Das klingt doch schon mal gut. What? Da hat gerade komisches Zeug gebrabbelt. Ich denke, das ist ein Shop, dann lass mir was kaufen. Gut, dann fangen wir wieder von vorne an. Alles klar. Ja, meine lieben Freunde, ich würde sagen, das ist das angespielt gewesen zu Neverending Night. Von der einen Story zumindest. Nicht so einfach. Absolut nicht so einfach. Das Countdown ist hier wirklich schwer, finde ich. Tja, aber ich hoffe, ihr habt einen kleinen ersten Einblick bekommen. Das ist recht düster, das Spiel. Und, na gut. Steam-Link ist in der Videobeschreibung. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal bei Angespielt. Tschüss.